Oh, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute haben wir nicht nur einfach ein spannendes Thema, heute haben wir ein ganz brisantes Thema. Es geht darum, wer der mögliche Urheber ist von einigen apokryphen Schriften, wie das geheime Buch des Johannes, das Book of John, ebenso wie das fünfte Evangelium, das Thomas-Evangelium und was hat das Ganze mit den Smaragdtafeln von Pharao Tod zu tun? Und gibt es da Gemeinsamkeiten? Gibt es Gemeinsamkeiten auch zu Jesus und seinen Familienmitgliedern? Was hat Kaiser Augustus und Kaiser Tiberius damit zu tun? Griechenland, Ephesus, Maria, Johannes. Und genau das klären wir jetzt. Es ist spektakulär, die Erkenntnisse, die wir haben. Denn jetzt ist die Zeit, in der die Akasha-Chronik, in der das morphogenetische Feld Informationen preisgibt, wie wir sie vorher noch nie erlebt haben. Durch die kosmische Bewusstseinsanhebung und den Energien werden derzeit Informationen freigegeben und Siegel gelöst, die noch vor wenigen Jahren wahrscheinlich undenkbar waren. Jetzt ist die Zeit reif für die Wahrheit und eine einzige Wahrheit, ihr wisst es, ihr Lieben, wiegt mehr als eine Million Lügen. Und wahre Geschichte ist wesentlich spannender und interessanter als jede Verschwörungstheorie. Das wird jetzt ein brisantes Video und ich freue mich drauf, es mit euch teilen zu dürfen. Verteilt es so oft ihr könnt, weil es schafft wahrscheinlich auch hier wieder ein Stück weit ein neues Bewusstsein und trägt ein Stück zur Transformation bei. Viel Spaß! So, ja, ich habe euch was versprochen, habe viel versprochen und ich werde sehen, ob wir das gemeinsam einhalten können. Begleitet mich auf eine wunderbare geschichtsreiche Reise bis vor rund 2000 Jahren. Und die erste Frage, die ich stelle, gehört ihr speziell auch zu den außergewöhnlichen Menschen, die die Existenz und die Erkenntnis des Göttlichen erlebt haben? Wisst ihr es? Glaubt ihr? Seid ihr der festen Überzeugung, dass das Schöpferische durch euch fließt? Falls jemand dieses Gefühl, dass das Göttliche durch einen durchströmt, kennen sollte, dann wird er sich wünschen, dass er es täglich 24 Stunden erleben kann. Aber dann kommt man nun mal, wir sind im Körper inkarniert, in einer dualen und polaren Welt, dann kommt das Weltliche. Und ihr werdet wieder in den irdischen Alltag geworfen werden. Im Grunde genommen auch gut so, weil dafür sind wir hier. Hier gibt es allerdings Schmerz, Leid, Zurückweisung, Sünde und Stress. Keiner von uns hat Zeit, als, ich sag mal, einsamer Eremit an einem Baum oder einem Felsen zu sitzen und diese Energie dauerhaft zu erzeugen und zu spüren. Willkommen im Leben, ihr Lieben. Im starken Kontrast dazu haben manche Menschen es leider bisher noch nicht fühlen können, was wahre, bedingungslose Liebe bedeutet. Sie sind sich oder ihr vereinzelt, ich sag mal einfach, sie sind sich der Existenz des Göttlichen noch nicht. Bewusst sage ich das, bewusst. Und manche halten es sogar, die sehr im Verstand, im Logos sind, auch gar nicht erst für möglich. Für diese Menschen ist dieses Video nicht gemacht. Es sei denn, ihr seid ein Suchender und wollt Antworten. Und da sind wir auch schon mitten im Thema, wo man Antworten findet. Im Book of John, dem geheimen Buch des Johannes,
Da geht es darum zu verstehen, dass Gott alles ist, dass Gott in uns ist, dass wir Gott selbst sind und alle Menschen daran teilhaben können. Das Book of John, das geheime Buch des Johannes, ist wohl eines der bedeutendsten Werke meiner Meinung nach über einen Aspekt des Urchristentums. Über die Entstehung der Menschheit, die gefallenen Engel, den lichten und den finsteren Kräften und über unser Verständnis von Gott, wie wir ihn begreifen können. Und der Inhalt dieses Buches ist höchst brisant. Ich würde sogar fast schon sagen, ein Pulverfass für sämtliche Religionen. Wenn die Menschenkinder dieses Buch lesen würden und verstehen, dann würden sämtliche Weltreligionen tatsächlich ihre Berechtigung verwirkt haben und einer Revision unterzogen werden müssen. Viele fragen natürlich, wo kann ich das kaufen, lesen? Online, einfach Book of John eingeben. Es ist in deutscher Sprache nicht erhältlich. Ich habe es nicht gefunden, aber in Englisch. Und ihr könnt ja, wenn ihr dem Englischen nicht so mächtig seid, das Ganze über DeepL.com zum Beispiel übersetzen lassen. Passage für Passage. Und dann wird sich euch sicherlich sehr viel erschließen. Denn dieses Buch würde das ganze Kartenhaus aller Kontrollinstrumente dieser Welt tatsächlich in sich zusammenstürzen lassen. Ein System, in dem wir gefangen gehalten werden, solange wir es nicht erkennen. Ja, ihr habt richtig gehört, gefangen gehalten werden. Es zeigt ein Verständnis einer anderen Art, wie wir Gott verstehen dürfen. Und dieses Buch ist ein, ich nenne es mal einfach, wahrer Lichtbringer. Es ist der Ausdruck einer völlig neuen Sichtweise, vor allem auch neu für unsere heutige Zeit, obwohl es bereits so alt ist. Und das ist der Vorteil, wenn eine Schrift wie diese so viele Jahrhunderte, ja in dem Fall fast 2 Jahrtausende, verborgen war. Und somit konnte es weder von der östlichen Religion, ich rede vom mehr Mittleren Osten, und dem Christentum und dem Muslimen auch nicht verändert und zerredet werden. Denn ihr wisst ja selbst, die frischeste Quelle ist nun mal die, aus der noch keiner getrunken hat. Natürlich kann es sein, dass hier auch schon im Ursprung nicht die Wahrheit verkündet wurde. Das wissen wir nicht. Wir können es nicht prüfen. Wir können es nur mit unserem Herz prüfen. Unsere Intuition, und das habe ich getan, und das haben viele andere auch getan, aber es ist echt. Kommen wir auf eine zweite Schrift, dem Thomas-Evangelium. Was haben die beiden miteinander zu tun? Das klären wir gleich. Das Thomas-Evangelium, da verhält es sich nämlich etwas anders. Kürzer, wesentlich kürzer, ist schnell durchgelesen, aber dennoch inhaltlich von allerhöchster Bedeutung. Und die Kirche selbst bezeichnet dieses Evangelium sogar bei manch einem als das sogenannte fünfte Evangelium, das niemals Einzug finden konnte in das Neue Testament, da es ebenso gegen das ganze Kirchengebäude spricht und viele Veränderungen der Bibel offenbart. Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen, ihr Lieben. Nichts ist, wie es scheint, liebe Zuschauer. Und auch dieses Werk entspringt dem wahren Urchristentum. Angeblich, ich sage bewusst angeblich, soll es erst 350 nach Christus und nicht von Thomas verfasst worden sein. Dem möchte ich aber jetzt hier und heute gut und gerne widersprechen. Und da wird es brisant. Es handelt sich um einen sogenannten angeblichen Pseudo-Epigraphen. Vielleicht ist das Datum auf das gefundene Fragment aus 1897 zutreffend. Vielleicht auch auf das gefundene vollständige Werk, welches 1945 in Nag Hammadi gefunden wurde. Aber selbst die Wissenschaft gibt zu, dass für diese Aufzeichnungen oder Abschrift wohl eine wesentlich ältere Vorlage diente. Man räumt selbst ein, dass es durchaus sein kann, dass das Original bereits zwischen 30 und 33 nach Christus verfasst worden sein könnte.
Es ist sogar so, dass das Thomas-Evangelium bereits um 230 nach Christus vielerorts bekannt war. Und so muss es ja weit vorher entstanden sein, wenn es dann schon vielerorts bekannt war. Von Rom bis Judäa, so zumindest berichten es uns die Gelehrten Origenes und Hippolyt, einem Schüler des Kirchenvaters Irenäus. Und zu dem kommen wir auch gleich. Denn auch dieser ist in das Book of John verstrickt. Das Book of John ist sehr umfangreich. Öffentlich wird es auf das frühe 5. Jahrhundert beziehungsweise das Ende des 4. Jahrhunderts datiert. Allerdings, um 180 nach Christus beschloss ein Bischof aus Lyon, ein Mann namens Irenäus, hier haben wir ihn wieder, ein Buch zu schreiben, in dem er alle ihm bekannten Formen des Christentums angriff, die von der Form abweichen, die er gut hieß. Kontrolle, Fälschung, Einlassungen, Einschübe, Auslassungen. Im Kapitel 29 seines ersten Bandes skizziert Irenäus einige Abschnitte des geheimen Buches des Johannes im Detail. Und dies sagt uns ja offensichtlich, dass das geheime Buch des Johannes weit vor 180 nach Christus geschrieben worden sein muss. Auch hier wieder haben wir die Täuschung. Warum datiert man diese Werke auf hunderte von Jahren nach Christus, wenn sie doch wahrscheinlich und scheinbar wesentlich früher geschrieben wurden? Ist also sogar wahrscheinlich oder möglich machen, dass es Thomas selbst geschrieben hat. Nun, wer hat das Book of John geschrieben? Und das klären wir auch. Deswegen kommen wir jetzt zu einem Mann namens Karl Reinhardt. Im Jahr 1896 kaufte einer meiner eigenen Vorinkarnationen, der deutsche Gelehrte Karl Reinhardt, in Kairo ein antikes Buch, das in koptischer Schrift verfasst wurde, der alten ägyptischen Sprache, die hauptsächlich im griechischen Buchstaben verfasst wurde. Und es stellt sich heraus, dass dieses Buch, das heute als der Berliner Gnostische Kodex bekannt ist, drei wichtige gnostische Schriften enthielt, nämlich das Marienevangelium, das geheime Buch des Johannes und die Weisheit Jesu Christi. Und aufgrund der beiden Weltkriege wurde diesen Texte erst in den 50er Jahren allgemein zugänglich gemacht. Und zu diesem Zeitpunkt wurde eine noch wichtigere Entdeckung gemacht, nämlich in Nag Hammadi in Ägypten stießen 1945 einheimische Arbeiter auf einen sehr großen Krug, in dem 13 Bücher versteckt waren, die insgesamt 52 Dokumente der alten gnostischen Weisheiten enthielt. Das Urchristentum, ihr Liebe. Einige waren sehr stark beschädigt, einige waren leicht beschädigt und einige blieben in ausgezeichnetem Zustand. Und für das Studium des frühen Christentums in seinen unorthodoxen Formen, nenne ich es mal, und wahrscheinlich auch in der orthodoxen Form, war dies der wichtigste Manuskriptfund, der jemals gemacht wurde. Das Dokument, das am häufigsten in der Nag Hammadi-Sammlung auftaucht, ist nun mal das Book of John, das geheime Buch des Johannes. Johannes und sein Bruder Jakobus gehörten zu den 12 Jüngern, den 12 Aposteln, im Englischen Disciples. Disciples schreibt sich Disc, Iplis, Disc, von einer Scheibe, die Scheibe der 12 Tierkreiszeichen. Die 12 Jünger sind nach den Tierkreiszeichen benannt und auch jedem Jünger ist ein Tierkreiszeichen tatsächlich in der Astrotheologie zugeordnet. Das lässt den Schluss nahe, dass man 12 wohl ausgesucht hat, die man benennt, denen man Decknamen gibt, die hießen mit bürgerlichem Namen ganz anders, und ihnen dann die jeweiligen Tierkreiszeichen zuordnet. Tatsächlich wohl war es so, dass es wesentlich mehr Apostel gab. Ja, sie waren offiziell laut Geschichte, laut Bibel, die Söhne des Zebedäus und werden in den neutestamentlichen Schriften erwähnt. Jesus gab den beiden den Spitznamen Boanerges. Das heißt auf Deutsch Söhne des Donners. Siehe Markus 3, 17 und Matthäus 10, 2. Wieso gab er ihnen den Namen Söhne des Donners? War Thor, Dona, nicht einer der wichtigsten alten Götter unserer Ahnen?
Nach ihm wurde ja auch der Donnersberg zum Beispiel benannt. Waren Jakobus und Johannes vielleicht sogar keltisch-germanischer Abstammung? Das sind Fragen, die ich stelle, keine Fakten. Wenn man bedenkt, dass Jeschua oft mit rot-blonden Haaren und blauen Augen beschrieben wird, was sogar von einigen Kirchenvätern als mehr als möglich beschrieben wurde, dann ist es nicht mehr ganz unwahrscheinlich. Wenn man dann auch noch in Erwägung ziehen sollte, dass Jeschua auch in Europa, Deutschland, Österreich gewirkt haben könnte, dann wird es noch etwas wahrscheinlicher. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass die 12 Apostelzeche in Klosterneuburg, Wien, Österreich, von der Kirche selbst im Mittelalter als ursprünglicher Urchristentreff beschrieben wurde, dann kommt man langsam ins Nachdenken. Dazu werde ich in meinem bald neu erscheinenden Buch wesentlich mehr Hinweise und Spuren liefern. Aber wir wollen es jetzt hier und heute bei diesem Videobeitrag erstmal dabei belassen. Nur einen Denkanstoß geben. Weil es geht ja heute um die apokryphen Evangelien und wer der Verfasser war. Das geheime Buch des Johannes beginnt nämlich damit, wie Gottes unbegreifliches Wesen verstanden werden darf. Im weiteren Verlauf wird nämlich auch beschrieben, wie sich die Gottheit selbst im umgebenden Licht begreift und die Zweiheit entsteht. Gott und das Selbstbewusstsein Gottes. Und dieses Selbstbewusstsein Gottes bittet um eine Reihe mentaler Fähigkeiten und erhält diese auch. Somit verfällt Gott in multiple Persönlichkeiten, die wir als Mensch betrachten. Man könnte es als Art Urknall der Seele bezeichnen. Willkommen in der Welt der Dualität. Die Menschheit ist der gefallene Gott. Das Ziel der Erlösung bei den Gnostikern ist es also letztlich, dieses Selbstbewusstsein wieder zu Gott zurückzubringen. Die göttliche Selbsterkenntnis erscheint dort als das religiöse Ziel des menschlichen Lebens. Der Mensch ist somit der Zustand, in dem sich die Gottheit befindet, wenn Gott vergisst, wer er ist. Es geht um die Erinnerung, die in uns steckt. Und mit der Selbsterkenntnis ist aber nicht das eigene Ego gemeint, das eigene Individuelle, sondern die Erkenntnis unseres Ursprungs und unserer Bestimmung und diese wieder zu Gott zurückzuführen und damit auch wir wieder. Und nach außen projiziert ist das Ego nichts anderes als, laut den Gnostikern, ein Demiurg, ein Dämon, ein falscher Gott. Ich sehe das ein bisschen anders in dem Fall, aber das ist ein anderes Thema. Im Außen jedoch herrschen jede Menge Götter, Engel, Dämonen, Archonten, also Herrscher. Die Gnostiker sagen, dass der Gott der Hebräer kein Gott ist, sondern nur ein unfähiger Schöpfer einer Welt, die hätte niemals erschaffen werden dürfen. Die Gnostiker lehren damit so das endgültige Ziel, die Auflösung der Vielheit, der Materie und der Dunkelheit zurück in das Eine, Männlichkeit und Weiblichkeit zu vereinen, durch die Erlangung der Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung durch jeden Menschen. Im Grunde genommen ähnelt es auch so dem buddhistischen, hinduistischen Konzept. Die Selbsterkenntnis. Der Bewusstseinsaufstieg, und dazu brauchen wir auch das Ego, wir brauchen das Bewusstsein, wir brauchen die körperliche Fleischwerdung, die Inkarnation, um unser Bewusstsein zu steigern. Denn als Geistwesen können wir es nicht. So, die Art des Gnostizismus im Book of John ist eine Glaubensrichtung der Rebellen, könnte man sagen. Es ist ein schöpferisches Denken, das vom orthodoxen Christentum vernichtet wurde. Sie widersprachen der bischöflichen Forderung nach Gleichfrömmigkeit. Und diese Lehre lebte lange Zeit weiter und lebt jetzt wieder auf. Bei den Katharern haben wir es gehabt, bei den Rosenkreuzern, dem Templerorden und bei vielen anderen Bewegungen. Es ist eine Mischung aus, ich sag mal, Urchristentum und platonischer Philosophie, also nach Platon. Aber immer in einer Weise, die vom Christentum und Judentum abgelehnt wurden. In Nag Hammadi in Ägypten stießen Arbeiter auf einen großen Krug mit 13 Büchern. Das geheime Buch des Johannes kam dort gleich dreimal vor. Und kein anderes Buch
wurde jemals mehr als zweimal gefunden. So, und jetzt gehen wir ans Eingemachte auch ein bisschen. Jetzt zum Verständnis des Buches. Denn wenn wir uns das Book of John näher betrachten, steht dort geschrieben, dass es in Ephesus verfasst worden sein soll. Ephesus, da gingen bei mir sämtliche Lampen an, wenn man weiß, was dort geschehen sein soll. Ich offenbare euch jetzt einige Geheimnisse, die wohl vorher noch nicht bekannt waren. Machen wir eine Zeitreise und eine Ortsreise. Wir befinden uns jetzt vor dem Tore der Allerheiligsten, dem sogenannten Panagia Capuli. Das Ding steht 7 Kilometer südlich vom heutigen Seldschuk in der Provinz Izmir. Man nannte diesen Ort auch Monastiri Üç Kapu, das Kloster zu den drei Toren. Und hier verbrachte laut Geschichte Maria, ich sage jetzt die zwei Worte Mariamne und Julia, die ehemalige Frau von Herodes, die Tochter von Kaiser Augustus, mit dem Apostel Johannes nach der Kreuzigung von Joshua den Großteil ihres restlichen Lebens. In Ephesus sagt man, dass dort Maria geweilt hat. Ich sage, es war Mariamne und Julia. Wer das ist, kommen wir gleich zu. Ursprünglich stand hier eine riesengroße römische Villa, in der sie mit vielen Annehmlichkeiten lebten. Darüber entstanden zur späteren Zeit auch noch eine Kirche. Und im Jahre 432 nach Christus wurde dort dann auch das Konzil von Ephesus abgehalten. In Ephesus selbst liegt auch das Grab von Johannes. Die Einheimischen der Nachbarstadt Sirinche überliefern sich noch heute, dass dort Maria entschlafen sein soll. Tatsächlich aber lebte dort Mariamne, Julia auch genannt, im Exil, die, Achtung, Ziehmutter von Jesus, also es ist dennoch ein heiliger Ort. Moment, Ziehmutter von Jesus, von Jeschua? Kann das möglich sein? War nicht Maria die leibliche Mutter? Ja, natürlich. Und wer Maria war, das klären wir auch noch in dem Buch, wie sie mit bürgerlichem Namen hieß. Ja, aber war sie in früher Kindheit, verbrachte Jeschua unter der Obhut von Mariamne und Julia. Maria konnte erst später zu ihrem Sohn. Das hatte bestimmte Gründe, politische Gründe. Die ganze Geschichte erzähle ich euch bald in meinem neuen kommenden Buch bis ins kleinste Detail, das natürlich als Roman geschrieben wurde. Ich selbst war in Loreto in Italien und sah mir die Replik dieses Marienhauses in Ephesus oder aus Ephesus an. Und ihr werdet euch vielleicht fragen jetzt, wer war Mariamne? Wer war Julia? Mariamne war die Frau, die die beiden Kinder von Josef und Maria ein paar Jahre großzog. Mariamne war die Frau von Herodes. Herodes hatte somit Kuckuckskinder im Palast. Der König seinerzeit hieß Kaiser Tiberius. Und Tiberius hatte eine Gattin mit dem Namen Julia. Mariamne bei Herodes, Julia bei Tiberius. Es war die dritte Ehefrau von Tiberius. Eine Zwangsheirat, die ihr Vater Kaiser Augustus auferlegte. Und sie war todunglücklich mit dieser Ehe, denn Tiberius war, das kann man nachlesen, wirklich ein grobschlächtiger und gewissenloser Machthaber und Schlechter. Geschichtlich wird es überraschen, aber Tiberius und Herodes sind, das ist die Information, die wir haben und recherchiert haben, wahrscheinlich ein und die gleiche Person. Und damit auch Mariamne und Julia. Und es war ein und die gleichen Protagonisten. Und der berühmteste Geschichtsschreiber der und Historiker der Welt, der jemals lebte, muss wohl Tacitus gewesen sein. Der half dabei, das Ganze zu verfälschen. Es wäre jetzt zu viel, euch das im Detail genauestens zu entwickeln. Aber
darüber habe ich in dem kommenden Buch, das bald als Roman erschienen wird, ausführlich geschrieben und alle Verstrickungen genauestens aufgelöst. Sagen wir mal einfach, diese Julia, diese Mariamne, ging nach ihrem angeblichen Tod nach Ephesus. So. Und in der Geschichte von Herodes wurde sie als Mariamne, ne, von ihrem Mann ermordet. Da hört die Geschichte von ihr auf. Das ist da, wo sie dann nach Ephesus ging. Die Geschichte von Tiberius wurde geschichtlich so entfernt, dass sie in die Verbannung geschickt wurde, die Frau von Tiberius, also diese Julia, und dort verhungerte, auch aus der Geschichte verschwunden, fast zeitgleich. So. Und in Wirklichkeit aber, wie gesagt, ging sie nach Ephesus und lebte dort mit dem Apostel Johannes, mit Jovian. Und eines Tages bekamen Mariamne und Johannes Besuch. Und zwar von Apostel Thomas und seinem Weib. Thomas liebte das Schreiben über alles. Das hat er in vorherigen und in späteren Inkarnationen immer wieder bewiesen. Denn er hat viele Werke verfasst. Er hatte auch in seiner damaligen Inkarnation auch ein Buch über Natur verfasst. Er hat als allererster der Geschichte eine bestimmte Sorte der Wolfsmilch beschrieben. Aber das ist ein anderes Thema. Er verfasste das Book of John. Gespräche von Johannes und seinem Bruder Jakobus, den Söhnen des Zebedäus und der guten Salome, welche sie an Jesus richteten. Nur so nebenbei. Auch bei den Namen Salome, Jakobus und Johannes handelt es sich um Decknamen. Bürgerlich hießen sie selbstverständlich ganz anders. Auch gab es mehrere Johannes, die von der Kirche teilweise in einen Topf geworfen wurden. Thomas hat also dieses große Werk verfasst. Das sind die Informationen, die wir haben. Und was ist mit dem Thomas-Evangelium? Ja, genau, das hat er auch verfasst. Ein und der gleiche Urheber. Jetzt wird es noch brisanter, noch spannender. Da kommt man nämlich gleich zum Thema Rudolf Steiner und was der dazu gesagt hat. Auf jeden Fall, Thomas ließ diese Schriften zur Sicherheit in der Obhut von Mariamne. Und diese, die war ja älter als Johannes, übergab diese Schriften vor ihrem eigenen Tod wiederum an Jovian, an Johannes in Ephesus. Und der hütete sie, so wie einige andere urchristliche Schriften. Nun begab es sich, und das ist überliefert, dass als Johannes 99 Jahre alt war oder jung war, dass er Besuch bekam, und zwar von einem gewissen Marcion von Sinope. Marcions Vater gehörte dem Synedrium, dem Hohen Rat der Juden an. Und Marcion entdeckte eines Tages Papiere bei seinem Papa, welche sein ganzes Leben verändern sollten. Er entdeckte Unterlagen bei seinem Vater, wie das Synedrium Jeschua als dreckigen Hurensohn tituliert. Hurensohn. Ich sage es jetzt nicht so deutlich, damit es nicht zensiert wird. Es ist, wie es ist. Er las in diesen Aufzeichnungen, dass es für den Hohen Rat klar war, dass der Gott des Alten Testamentes, dem sie folgten, ein Gott der Rachsucht, der Eifersucht und des Mordes und der Lügen war. Genauso wie es auch Jesus gesagt hat. Dieser Gott, oder sagen wir so rum, der Gott von Jeschua hatte nichts mit dem des Alten Testaments gemeinsam. Marcion wurde vom Rat zur Rede gestellt und auf ihn wurde ein Todesfluch ausgesprochen, womit er das Land verlassen musste, sonst wäre wohl Schlimmes mit ihm passiert. Er ist also zu Johannes gekommen und hat ihn besucht. Und Johannes erwartete ihn bereits seit langer Zeit und vertraute ihm im absoluten Vertrauen das Book of John sowie andere urchristliche Dokumente an, auch das Ur-Matthäus-Evangelium und einiges anderes. Noch in der gleichen Nacht, das war wohl die letzte Aufgabe von Johannes, soll Johannes friedlich gestorben sein
Und Marcion beerdigte ihn. Marcion ging, wie von Johannes besprochen, dann nach Zypern, um diese Schriften zu den Menschen dort zu bringen. Dadurch entstand eine Bewegung, die in kürzester Zeit über eine halbe Million Anhänger pflegte. Überlegt euch das. Und das zur damaligen Zeit. Und als sich Marcion eines Tages dann wagte, er war sich seiner Sache sicher, nach Rom zu gehen, um dort die wahren Worte Jeschuas zu verkünden, wurde er bereits am Tage seiner Ankunft ermordet. Marcion sollte tatsächlich aber Berühmtheit erlangen. Marcion trug nämlich in seiner Bewegung ein Symbol, das Tatzenkreuz. Das kennen wir alle heute. Das später die Templer trugen und das wir heute noch mit dem Bundesverdienstkreuz haben. Das aber wiederum hat seinen Ursprung tatsächlich im alten Babylon. Und als die Tempelritter damals begriffen, rund 1000 nach Christus, dass auch sie von der Kirche getäuscht wurden und im Besitz dieser und anderer Schriften kamen, erhielten sie die gleiche Offenbarung wie Marcion. Und ab diesem Zeitpunkt bedachten sie Marcion und übernahmen das Tatzenkreuz von Marcion als ihr Wappen. Das rote Tatzenkreuz auf weißem Untergrund. Und noch heute finden wir Ableitungen dieses Tatzenkreuzes bei den Johannitern, bei den Maltesern, den Rosenkreuzern, im Kreuz der deutschen Bundeswehr, aber auch im Bundesverdienstkreuz und. Apostel Thomas legte aber ein Siegel auf dieses Buch, eine Art Zauber, auf das die Urheberschaft nicht bekannt werden sollte. Nur er konnte dieses Siegel selbst wieder lösen. Und das tat er auch im 21. Jahrhundert. Und zwar als eine weitere Inkarnation dieser Seele selbst oder Seelenanteile. Und seitdem ist die Urheberschaft bekannt. Wir wissen zwischenzeitlich auch, wie der Apostel Thomas und sein Weib mit bürgerlichem Namen hießen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, sind sämtliche Namen, wie gesagt, der Apostel oftmals nicht die realen und wahren Namen, sondern die als Apostel. Und die Kirche sollte diesen Brauch später ebenso übernehmen, dass sämtliche Priester, Kardinäle, Bischöfe, Päpste nach ihrer Initiation in der Kirche ihren Namen wechselten. Ja, wir wissen zum Beispiel, unser deutscher Papst Benedikt hieß ja ursprünglich mit bürgerlichem Namen Josef Ratzinger. Die wahren Namen von Thomas und seinem Weib werde ich aber dann in meinem neuen Buch offenbaren. Es würde den Inhalt jetzt dieses Videos sprengen. Ein Channeling in der Akasha-Chronik hat ebenso ergeben, was heißt eins, es waren unzählige, dass das Book of John und das Thomas-Evangelium wertvolle Zeitzeugen des Urchristentums darstellen. Auf die Frage hingegen, worauf diese Schriften und Lehren beruhen, und da wird es ganz spannend. Es kommt das Interessante an der ganzen Geschichte, es geht noch viel weiter zurück. Auf die Frage nochmal, worauf diese Schriften und Lehren beruhen und wo die endgültige Antwort das letzte Puzzlestück zu finden ist, kam eine einzige Antwort. Immer und immer wieder. Es kam die Antwort. Die Antwort findest du bei Tod. T-H-O-T. Scheinbar macht es also durchaus Sinn, nachdem wir die beiden Schriften dieses Buches gelesen und verstanden haben dann, noch die Smaragdtafeln von Todd hinzuzuziehen, um das Puzzle der Dreieinigkeit, der Dreifaltigkeit, drei Bücher zu vervollständigen. Die Smaragdtafeln enthalten ähnliche Texte, haben sehr stark gnostischen Ansatz. Wenn wir das Thomas-Evangelium, das Book of John und die Smaragdtafeln miteinander abgleichen, ist es phänomenal. Ihr erhaltet ja auch im deutschen Buchhandel übersetzt von Dorial und anderen. Schaut einfach mal rein. Und glaubt's mir, die Smaragdtafeln sind auch keine Fälschung. Sie sind uralt und echt. Sie sind von einer Seeleninkarnation von Thoth geschrieben worden als Hermes Trismegistus, dem dreifach Wiedergeborenen. Ja, da wird es jetzt noch spannender. Die gehen nämlich noch weiter und verbinden das miteinander. Wer war Thomas? Wer war Todd
und verbinden das mit einigen anderen historischen Personen und kommen auf ein interessantes Ergebnis, das sehr brisant sein wird. Thoth, der hohe Priester von Atlantis, der Begründer von Ägypten, der Erbauer der Cheops-Pyramide und der Sphinx, hat den Auftrag immer noch. Und zwar einen Seelenauftrag. Er hat eine Art Helfer-Syndrom, könnte man sagen, den Menschenkindern gegenüber. Er will sie ins Licht führen. Er will, dass sie sich endlich ihrer wahren Schöpferkraft bewusst werden. Dass die Menschen, die Kinder Gottes, die Söhne des Lichts sind. Er kommt immer wieder, um die frohe Botschaft zu vermitteln und den Menschen Weisheit und Wissen zu bringen. Und so kam Thoths Seele nicht nur als Hermes Trismegistos zurück, sondern auch als Apostel Thomas. Das erklärt nämlich auch, dass sich alle drei Schriften in ihren Inhalten so ähneln. Thoth gleich Hermes Trismegistos gleich die gleichen Seelenanteile wie Apostel Thomas. Ich sage nicht, dass es so ist, unbedingt. Aber das sind die Informationen, die wir bekommen haben und in Abgleich gebracht haben. Und wenn wir unserer Intuition folgen und unserem Herzgefühl und den weiteren Informationen, die wir haben, die ich in dem Buch ausführlich beschreibe, dann wird es schon ganz eng, das Gegenteil anzunehmen. Ich stelle die These jetzt einfach nur mal auf, okay? So. Ist das nicht beeindruckend? Thoth und Apostel Thomas die gleiche Seele? Durchaus denkbar. Damit wäre ja auch Hermes Trismegistos, wie gesagt, gewesen, als dreifach Wiedergeborener. Und da kommen wir zu Rudolf Steiner. Der sagte aus, dass Hermes Trismegistos und Zarathustra ebenso die gleiche Seele sind. Das kann ich zu 100% bestätigen. Das Interessante war, dass wir das auch in Erfahrung gebracht haben, dass Thomas und Hermes, und also zumindest was Steiner sagt, Hermes und Zarathustra waren eine Seele. Und das haben wir auch vorher gewusst, haben das festgestellt. Ich habe das recherchiert und niedergeschrieben. Und danach kam erst diese Theorie von Steiner mir zu, die das wiederum dann zu 100% bestätigt hat. Also wir haben hier auch einen Abgleich gemacht. Rudolf Steiner ging sogar so weit, dass er äußerte, dass Zarathustra und Hermes auch ein Jesus gewesen wäre. Denn er spricht von den zwei Jesusknaben. Er sagt, sie wären Brüder gewesen. In den einen fuhr der Christus ein und den anderen nicht. Aber beide waren ein Jesus. Und somit wäre auch der Apostel Thomas letztlich ein Bruder von Jesus Christus. Wenn wir das jetzt zusammenfügen. Und in meinem Buch gehen dann die Recherchen weit, weit, weit aus tiefer und weiter und offenbaren noch wesentlich mehr Geheimnisse um diese beiden Protagonisten. Sie waren enger verbunden, als sich so mancher vorstellen kann oder will und tauschten sogar teilweise ihre Rollen und Identitäten aus. Jeschua wurde bereits zu Lebzeiten verfolgt, ebenso wie seine Apostel. Und das nicht nur wegen der Lehre des Urchristentums, sondern auch aus anderen Gründen, die ich dann ebenso genauestens beleuchten werde. Seid mit mir eklig gespannt, was in der heutigen Zeit im Hier und Jetzt noch alles offenbart werden darf und soll. Jetzt ist die Zeit der Wahrheiten. Jetzt ist die Zeit, in der eine Wahrheit mehr als eine Million Lügen wert, ihr Lieben. Jetzt ist die Zeit der Apokalypse, übersetzt der Offenbarung. Aber nicht, wie sie Johannes, und es war auch nicht der eine Johannes, der sie schrieb, wenn es überhaupt ein Johannes war. Es war nicht so wie in der Apokalypse beschrieben. Oh nein, das ist nur ein kirchliches Instrument der Angst. Sondern es geht um eine ganz andere Offenbarung. Einer der liebevollen und der lichtvollen Offenbarung. Warum nahm man überhaupt die Apokalypse mit in die Bibel? Ja, in meinen Augen ist es relativ simpel. Es stellt ein besonders machtvolles Instrument der Angsterzeugung dar, der man sich in diesen Kreisen zur Kontrolle der Menschen gut und gerne bediente.
Sie hat in meinen Augen in den heiligen Schriften nichts verloren. Denn sie trägt nichts, aber auch gar nichts zu der Liebe bei, die Jeschua uns vermitteln wollte. Wer in Angst lebt, kann keine Liebe empfinden. Sie wird blockiert, denn sie ist der Gegenspieler der Liebe. So einfach ist das. Die kosmischen Energien, ich hatte es schon mal erwähnt, stehen jetzt auf der Seite des Lichts und fördern unsere derzeitige Bewusstseinsanhebung massiv. Wir spüren es. Viele von uns spüren es. Ich spüre es auch. Und manchmal ist es auch mit körperlichen Beschwerden verbunden. Kopfschmerzen, Kiefer-, Ohrenschmerzen, Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit, Müdigkeit etc. Das ist die Zeit der Transformation. Der Körper passt sich an. Und bei vielen kommen derzeit sogar auch unendlich viele Inkarnationen hoch. In den letzten 6 bis 8 Monaten, glaube ich, haben sich alleine bei uns, bei mir jetzt im Speziellen zum Beispiel, rund knapp 20 gezeigt. Und das detailreich. Das ist jetzt die Zeit der Transformation. Und das alles darf hochkommen, damit wir es jetzt tragen, betrachten und karmisch auflösen dürfen. Alte Verstrickungen lösen. Ähnlich wie wir es mit der Huna-Technik machen. Wir müssen uns nur für das Licht entscheiden und wieder glauben lernen. Glauben an uns selbst. An Jeschua, an seine Lehren und den göttlichen Funken in uns. Wir bitten dich, uns von der Dunkelheit zu befreien und uns mit wahrer Liebe und Licht zu füllen. So sei es. Seid gesegnet und gelichtet, ihr Lieben da draußen. Wir gehen sogar mittlerweile so weit, dass wir, da mache ich auch noch weitere Beiträge drüber, dass Steiner behauptet hat, es wären 2 Jesusknaben gewesen. Und daran knüpfen wir ja an und gehen noch viel, viel, viel weiter. Der eine war unter anderem Buddha gewesen. Das war der, der in den der Christus gefahren ist. Und der andere war auch unter anderem Hermes und Zarathustra. Mittlerweile scheint die Akasha-Chronik und das morphogenetische Feld so offen zu sein und so groß und so viel Informationen und die Wahrheit uns preisgeben zu wollen, dass wir wesentlich mehr alte Inkarnationen der Jesusknaben gefunden haben. Und es wird überraschend, positiv und wunderbar sein zu erfahren, wer er denn alles schon war, wie oft er unter uns gewirkt hat und uns immer wieder, im Grunde genommen, same, same, but different, die gleichen Botschaften vermitteln will. Wer also jetzt sagt, wie kann ein Gott nur dieses Leid auf Erden zulassen, der hat nicht verstanden, dass Gott durch uns wirkt, durch unsere Taten. Und der freie Wille eines jeden Menschen ist unantastbar. Wir dürfen und können frei entscheiden, gehen wir den Weg des Lichts oder gehen wir den Weg der Dunkelheit. Und am Ende, auch wenn wir den Weg der Dunkelheit gehen sollten, denn alles Dunkle will transformiert werden und ebenso irgendwann ins Licht gehen, geht es nicht anders, als mit Licht und Liebe, vor allen Dingen mit Liebe, zu transformieren. Und jetzt ist genau die Zeit, dass es auch passieren kann, wenn diese Inkarnationen hochkommen, dass ihr vielleicht sogar jemanden begegnet, der euer Gegenspieler war. Vielleicht inkarniert ja einer eurer massiven Gegenspieler heute als euer Kind, als euer Vater, Mutter, Schwester, Cousin, Cousine, Tante, was auch immer. Warum? Damit wir es jetzt auflösen dürfen. Damit jetzt die Transformationsarbeit ins Licht führt und die Bewusstseinshebung, die kosmische, die jetzt stattfindet, die wird uns dazu nutzen und dienen, und dafür ist sie da, dass wir die Vergebung und die Verzeihung lernen dürfen. Und auch, und ich sage es immer wieder, für nicht karmisch Betroffene, einfach im Kollektiv, was geschehen ist, auch über die derzeitige weltweite Krise und die Erwachten, die verstanden haben, wer hier die Hebel in der Hand hat, auf einer satanischen Art und Weise, die seinesgleichen sucht, wäre die Frage zu stellen, ist es unsere größte Aufgabe, nach all dem, was jetzt passiert, denen, die das verursacht haben, zu vergeben und zu verzeihen und sie vielleicht nicht an Straßenlaternen aufzuhängen und damit wieder Schuld und Leid auf uns selbst zu laden? Wie gehen wir damit um? Eine Riesenaufgabe. Ich glaube, wir können es wirklich nur
mit Liebe auflösen. Mit Licht, mit Herzöffnung. Da ist was dran. Wir leben aber nun mal in Zeiten, in denen die Herzöffnung den meisten Menschen sichtlich schwerfällt. Ich rede da auch aus eigener Erfahrung, dass es mir immer noch oft schwerfällt, mein Herz zu öffnen. Weil es ist nicht einfach. Und deswegen können wir Europäer vielleicht einen anderen Weg gehen. Wenn einer sagt, öffne dein Herz, öffne dein Herz. Ja, wie? Wie? Wir spüren doch kaum noch was. Wir sind so im System verankert. Wir sind bestrahlt rund um die Uhr. Und all diese Dinge, vor allem in Europa. Lest diese drei Bücher zum Beispiel. Thomas Evangelium, Book of John und Smaragdtafeln. Und dann werdet ihr über den Verstand, über den Logos zu eurem Herzen kommen. Denn wenn ihr versteht, wenn ihr den Geist öffnet und annehmt, dann wird sich auch euer Herz öffnen. Wäre ein möglicher Weg. Ihr Lieben da draußen, seid gesegnet. Eine wunderschöne Woche und ich freue mich auf die nächsten Beiträge.